um den Wiesensalbei vollständig beschrieben zu haben, jetzt auch noch zu den Blättern. Ich habe es eh schon hergezeigt, also essbar, auch jetzt noch, aber je jünger, je geschickter. Ich habe mir auch hergezeigt, wie er praktisch noch nur aus Blättern bestanden hat. Auffällig ist, da sieht man das vielleicht jetzt am allerbesten, dass es doch eine merkliche Behaarung gibt. Seht ihr das? Da sieht man es am Nerv entlang, aber das Ganze ist auch auf die Blätter. Das ist, wenn man es einmal gekannt hat, das ist eh wirklich auffällig, glaube ich. Also es kommen da direkt von der Rosette, also es gibt grundständige Blätter. Ich schnappe mir da mal eins, schaut einmal, langer, behaarter Stiel. Und dann dieses runzlig, behaarte, typische für den Wiesensalbei. Aber auch, oh, da hat eh schon wieder was angerissen, das war nicht ich, darum nehme ich es mir jetzt einfach gleich. Aber auch die Stiele, die was merklich kantig, also sie sind nicht scharfkantig, aber sie sind auch nicht komplett rund. Merklich behaart sind, ihr seht es, da stehen dann die Blätter gegenüber, schauen dann ähnlich aus wie die Grundblätter. Schaut, eigentlich kein Unterschied, außer dass sie eben vom Stängel rauskommen und nicht von der Wurzel. Essbar, eben jung, am Geschick dann, aber ich isst ja jetzt noch gern oder tue es in meinen Smoothie. Ja, ich glaube, das war es eh. Wenn man das einmal gesehen hat. Ja. Also traut euch den Wiesensalbei echt verwenden. Wesentlich weniger geschmackig wie unser Küchensalbei. Ich tue ihn trotzdem gern ja, in die mit rein. Da packe ich mir auch solche knospigen. Ja, noch nicht aufgeblühten Blüten und trockne die. Beziehungsweise ich isst die auch so recht gerne im Spazierengehen, im Vorbeigehen. Ja, ausprobieren. Und schaut einmal, ja, aufpassen, wenn man einfach so durchstreift und das abpresst. In echtes Wurst, das würde euch nichts passieren, außer dass ihr dann ein Fleischspeis habt. Weil das ist eine Schaumzikade. Also das ist kein Schaumzikade, es ist das Nest für sowas. Und die legt da ihre Nachkommenschaften in so Schaumnester ab. Und schaut mal, man sieht das sogar ein bisschen, das Orange da. Also da schaut mal, da ist praktisch die Spucke sozusagen. Das ist natürlich keine Spucke. Und da sieht man ein bisschen was Oranges. Und das ist praktisch das Wesen, was da drinnen heranreift. Wird dann irgendwann so ein Flugsaurier, so ein Flieginsekt halt. Ne? Also, kann man sicher auch essen, ist wahrscheinlich nicht giftig, aber da schaut es, da ist auch so ein Schaumblasal. Und da schaut es, da ist ein Flieger. Oh, und das ist wieder so fantastisch. Unsere Augen, wurscht, also ich wollte gerade sagen, ich sehe praktisch die Flügel nicht, aber Kamera schon. Passt, das war es zum Wiesensalbei, bevor ich euch da noch länger zu Text. Das nehmen wir mal mit heim und Mahlzeit.